Servus Schanzer, die guten Nachrichten reißen diese Woche nicht ab. Neben dem sportlichen Erfolg meldet sich auch ein Rekonvaleszent wieder im Mannschaftstraining zurück. Und zwar ist das Tobias Lebels. Tobi, servus. Mahlzeit, schönes Wort, Rekonvaleszent. Habe ich auch lange geübt, um das unfallfrei auszusprechen. Tobi, die gute Laune ist dir ins Gesicht geschrieben. Du bist ja eh ein Mensch, der sich nicht unbedingt die Laune verderben lässt, auch nach deiner schweren Verletzung. Warst du immer für einen Scherz zu haben. Wie geht's dir denn jetzt? Wie sieht's denn in dir drin aus? Kannst du den Fans da mal ein Update geben? Ja, schwer zu sagen. Also nach so einer Zeit freue ich mich natürlich riesig, wieder bei der Mannschaft zu sein. Ist klar, letzten Sonntag mein erstes Training mit der Mannschaft gemacht und dann jetzt am Dienstag bei 20 Grad und Sonnenschein die ersten richtigen Spielformen wieder und so. Und das ist schon ein schönes Gefühl nach der Zeit. Da weiß man, wofür man gearbeitet hat, wenn man merkt, dass man auf dem Platz steht und ja, richtig gut unterwegs ist, richtig gut da ist, von der Kraft her alles gut funktioniert, der Fuß überhaupt keine Probleme macht, dann sorgt das für Freude. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir uns im Kraftraum getroffen und da warst du noch mittendrin im Reha-Programm. Das war noch gar nicht so lang oder so richtig absehbar, wann du wieder im Teamtraining sein kannst. Jetzt bist du, wie die Fachleute sagen, 6 Wochen eigentlich vor deiner Zeit schon wieder auf dem Platz. Als die Verletzung in der Winterpause aufkam, haben dich viele schon abgeschrieben, haben gesagt, die Saison ist vorbei. Ist das für dich eine Genugtuung und wie hast du das geschafft, so schnell wieder fit zu werden? Ja, mich darf man nicht abschreiben. Nee, nach der OP war es so, dass der Doc eine Einschätzung gegeben hat, der Operateur, die für mich aber irgendwie nie ins Gewicht gefallen ist. Ich habe immer meinen eigenen Fokus gehabt, hatte den ersten Termin am 18.02., wo die Stellschrauben entfernt wurden. Bis dahin habe ich tagtäglich alles das gemacht am Limit, was man machen kann. Habe meinen Fokus nur darauf gerichtet, auf die Heilung, das Ganze auch zu akzeptieren, so wie es passiert ist, dem Ganzen nicht hinterherzuhängen, keine negative Energie zu versprühen und auch innerlich irgendwie in mir zu halten. Dann bin ich nach Hause gefahren, 2 Wochen, was extrem wichtig war, was ich gemerkt habe. Ich war beim alten Physio von Borussia in Behandlung, war zu Hause bei meiner Freundin, bei meiner Familie, was mir sehr, sehr gut getan hat für die erste Zeit. Und das ist auch bei so einer Verletzung, glaube ich, die wichtigste Zeit, was die Heilung angeht. Und dann ging es eigentlich relativ schnell bergauf, als die Schrauben dann rausgekommen sind. Ja, habe ich mich schon richtig gut gefühlt in der ersten Zeit. Ging es richtig gut, was die Schwellung vom Fuß angeht, ist richtig gut rausgekommen und dann konnten wir quasi anfangen im Kraftraum und da war es dann halt einfacher, weil man jeden Tag aktiv sein kann, weil ich aufbauen konnte, an mir arbeiten konnte, das wieder aufholen konnte, was ich in der Zeit ohne Belastung halt verloren habe. Ja, und ich hatte immer extrem gute Unterstützung aus unserer medizinischen Abteilung, speziell Benny Sommer, Benny, guten Job gemacht. Der immer für mich da war, der mich behandelt hat, der mich durch den Kraftraum gescheucht hat, der auch immer unterstützend da gewirkt hat, was auch relativ wichtig ist in so einer Zeit, dass man so einen kleinen Antrieb hat. Und jetzt stehe ich dann quasi wieder auf dem Platz. Freut mich, dass es so schnell gegangen ist und dass ich hoffentlich diese Saison nochmal eingreifen kann. Inwieweit spielt er auch neben den Selbstheilungskräften, die man aktiviert, vielleicht auch Ernährung etc. eine Rolle, um den Körper dann noch schneller wieder an alte Leistungsfähigkeit heranzuführen? Ja, viel, also extrem, also eine sehr, sehr große Rolle, gerade auch was Heilung von Strukturen, von Bändern, Sehnen und bei mir halt auch den Knorpel im Fuß angegangen ist, wovor wir den größten Respekt haben, beziehungsweise die Operateurseite. Habe mich damit intensiv auseinandergesetzt, habe viele Dinge getan, um die Heilung des Knorpels zu unterstützen, auch ernährungstechnisch und nahrungsergänzungsmitteltechnisch. Und das ist gut gelungen. Also wie gesagt, im Gelenk hatte ich nie ein Problem. Das war eigentlich die größte Angst, dass wenn die Belastung kommt, wenn Druck drauf kommt, wenn Sprünge folgen und so, dass der Knorpel dann reagiert, was einen dann wieder extrem weit zurückwerfen würde. Ist aber nie passiert und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, also auch dankbar dafür, wie es gelaufen ist. Auch ein Stück weit stolz, wie ich den Weg halt gegangen bin, wie fokussiert und jetzt habe ich natürlich viel Energie noch für den Endspurt. Endspurt sagst du, das war wahrscheinlich immer das Fernziel, trotzdem gab es bestimmt auch Momente, wo es nicht leicht gefallen ist, die Jungs draußen auf dem Platz zu sehen oder auch Wochenende für Wochenende zu sehen, wie sie erfolgreich sind und selbst nicht mitwirken zu können, oder? Ja, das ist mal so, also es gibt da sicherlich Momente, wo es unheimlich schwer ist, weil man eigentlich gerne auf den Platz möchte und das machen möchte, was man so liebt oder was ich mein ganzes Leben eigentlich schon mache, ob professionell oder nicht.
Aber das hat sich eigentlich in Grenzen gehalten. Also ich war immer sehr, sehr fokussiert auf meine Heilung, auf meinen Weg, auf meinen Aufbau, weil ich wusste, wie wichtig das sein wird, wenn ich dann wieder auf dem Platz stehe, um die Vorarbeit zu leisten für den Moment. Deswegen hat es sich in Grenzen gehalten. Es gab die Momente, aber die waren leider an einer Hand abzuzählen, glücklicherweise. Ich habe es angesprochen, die Jungs haben es sehr gut gemacht. Wie hast du das verfolgt, die Entwicklung der Mannschaft jetzt in der Rückrunde? Und ja, wie schätzt du die Leistung ein? Ja, wir haben 15 Punkte in der Rückrunde geholt. Wir stehen sehr, sehr gut da. Kurz vor unserem großen Ziel. Haben sehr stabil gepunktet, jetzt gerade gegen Schalke, gegen eine große Mannschaft in Deutschland. Und ja, viele sagen in der Winterpause dann immer, abwarten, was in der Rückrunde passiert. Das zu bestätigen, ist schwer für einen Aufsteiger. Und wir haben es bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Und so wollen wir das natürlich auch zu Ende bringen. 6 Spiele sind es noch. Hast du für dich jetzt einen Plan, wie viele Spiele du noch machen willst? Wir wissen auch, dass 4 gelbe Karten, das heißt, das könntest dich noch mal selbst um ein Spiel bringen. Ja. Oder bist du da völlig locker und sagst, hey, ich habe mich soweit wiederhergestellt, dass es theoretisch möglich ist und alles andere ist Zugabe? Ja, ich glaube, es war auch der Schlüssel während der Verletzungszeit, die Dinge so loszulassen, also wirklich von Fernzielen abzusehen und sich wirklich von Tag zu Tag darauf zu konzentrieren. Was man möchte, was man macht, und deswegen mache ich das auch nicht. Ich bin jetzt wieder auf dem Platz, ich versuche jetzt Tag für Tag zu arbeiten, um einen ganz schnellen Rhythmus aufzunehmen, und wenn der Trainer dann sagt, Tobi, komm auf den Platz, dann werde ich soweit sein und werde ich dafür bereit sein. Auf dem Platz haben wir dich schon gesehen, die Woche über auch beobachtet. Es wirkt ja tatsächlich so, als wärst du nie weg gewesen, auch im Umgang mit den Kollegen. Haben sich die Jungs auch gefreut, dass du wieder da bist? Da musst du sie mal fragen, das hoffe ich doch. Also ich meine, eine gewisse Freude bei dem einen oder anderen gesehen zu haben. Aber, ja, ich denke schon. Also, keine Ahnung, es ist das Schönste, dann wieder auf dem Platz zu sein, im Mannschaftstraining, bei den Jungs, mit den Jungs, in der tagtäglichen Arbeit. Und ja, es ist schön, wieder da zu sein. Gab es etwas außerhalb der medizinischen Abteilung und des Umfeldes, was dich motiviert hat? Was hat dich dann vielleicht, wenn es auch mal schwer wurde, wieder rausgezogen aus einem mentalen Tief vielleicht? Ja, wie gesagt, glücklicherweise gab es das mentale Tief nicht wirklich in der Zeit. Aber ich glaube, der wichtigste Faktor war wirklich diese Zeit zu Hause in der Anfangszeit, in den ersten 2 Wochen bei meiner Freundin und meiner Familie. Das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben für die Heilung und was danach gekommen ist. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drum, dass es so möglich gemacht wurde, auch vom Verein und von der medizinischen Abteilung. Ich wollte auch anspielen, du bist ja ein großer Musikfan. Ging es dann vielleicht auch darum, sich mit kleinen Hobbys ein bisschen abzulenken auch? Ja, Musik wird definitiv auch ein großer Faktor in allen Facetten. Also das hat mir mein Leben lang immer schon geholfen, wenn es schwer oder auch wenn es positiv gelaufen ist. Die Musik war immer schon ein großer Faktor, der mich sehr, sehr gepusht hat in bestimmte Richtungen. Und ich glaube, das war jetzt auch so. Jetzt, wenn wir dich schon mal da haben als Ex-Borussen, kommen wir nicht drum rum, noch eine Frage zu stellen in der Woche vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Mhm. Wie sehr brennst du darauf, schon jetzt in den Kader zu rutschen, oder wie realistisch ist es überhaupt? Kannst du das für dich einschätzen, jetzt unabhängig mal vom Trainerteam? Und wie schätzt du die Partie ein? Gladbach kommt natürlich mit breiter Brust nach dem 5:0-Sieg gegen Berlin. Ja, Gladbach hat ein Riesenspiel gemacht letzte Woche gegen Berlin und sie sind extrem gut drauf und eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft, immer auswärts nicht so stark wie zu Hause, aber trotzdem wird es ein extrem schwieriges Spiel. Was mich persönlich angeht, haben wir heute und morgen noch eine Trainingseinheit und mal schauen, wie das erste größere Spiel jetzt vonstatten geht für mich, und dann werden wir sehen. Ich werde da nichts überstürzen, der Trainer hat am Ende die Entscheidung und dann werden wir mal schauen. Wenn es jetzt noch nicht reicht, dann ist es auch in Ordnung, dann werde ich nächste Woche soweit sein. Die Entscheidung liegt nicht bei mir. Ich versuche die Trainingseinheiten, wie gesagt, so gut es geht, rumzukriegen und mich auch fit zu machen und jede Sekunde zu nutzen, um mich wieder dahin zu bringen, wo ich war, in einen Zustand, wo ich sagen kann, ich bin jederzeit bereit, auf dem Platz Gas zu geben. Und das ist mein Ziel. Alles, was darüber hinaus passiert, liegt nicht in meiner Hand. Tobi, schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns sehr, dich auch in Zukunft wieder im Trikot der Schanzer zu sehen. Alles Gute und bleib gesund. Dankeschön.